Hi, wenn du mich ein bisschen auf Instagram verfolgst oder auf Facebook, wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich sehr, sehr gerne Fotos am Fenster mache, gerade Porträts. Da dies in der Winterzeit oder in der Frühjahrszeit nicht so gut möglich ist, zeige ich dir in diesem Video, wie ich es trotzdem umsetze, eine möglichst große Lichtquelle zu erhalten und das für ganz, ganz wenig Geld. Ja, warum fotografiere ich eigentlich so gern bei Tageslicht? Es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt keinen Akku, der leer geht. Es ist eigentlich immer da. Es ist ein schönes, weiches Licht. Aber jetzt in dieser kalten Jahreszeit habe ich einfach ganz, ganz oft nicht die Möglichkeit, bei Tageslicht zu fotografieren und muss so halt mir zu helfen wissen. Ich baue mir dann immer ein Hintergrundsystem auf mit zwei Stativen, einer Querstange, woran ich weißen Stoff befestige. Stelle dahinter ein Dauerlicht und imitiere so quasi ein ganz, ganz großes Fenster. Hier ist dieses Fenster 2,40 Meter breit und ca. 2 Meter hoch und ich habe damit die Möglichkeit, unheimlich weiches Licht zu erzeugen. Wenn man sich jetzt fragt, warum baue ich mir sowas selber und kaufe sowas nicht, mir ist gar nicht bewusst, ob es sowas überhaupt zu kaufen gibt, aber ich glaube, selbst wenn es das zu kaufen gäbe, dann wäre das unheimlich teuer. Das möchte ich einfach nicht ausgeben. Ich bin da nicht geizig, aber die Lösung, die ich hier gefunden habe, die reicht mir völlig. Und dass das wirklich reicht, möchte ich dir in diesem Video einfach mal zeigen. Ich habe Johanna eingeladen und wir werden heute erst auf einem Stuhl, wo ich jetzt drauf sitze, ein paar Porträts machen. Wir werden aber anschließend auch noch umbauen, sodass wir ein Sofa mit benutzen, was es dann wirklich möglich macht, zu zeigen, dass es aussieht, als wäre es ein Homeshooting. Aber mehr möchte ich jetzt auch gar nicht verraten. Schau dir das Video einfach an und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Und wenn du irgendwelche Kritik oder Ideen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich immer tierisch, wenn ich nicht einzelne Nachrichten kriege, die ich ja kriege, sondern einfach Kommentare unter die Videos gepostet werden, wo ich dann antworten kann und das dann einfach alle lesen können. Also, viel Spaß jetzt.